Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es natürlich um die USA. Wir sind gestern natürlich, nachdem wir gefeiert haben, von Userin gefragt worden, USA. Und da machen wir heute eine Ausgabe USA, haben für euch einfach mal zusammengefasst. Eigentlich ist es der Kollege links. Was wir schon wissen. Gestern haben wir gesagt, es wäre ihm zu früh, 15.30 Uhr wäre besser. Aber ja. Schauen wir mal, ob es 5.45 Uhr ist oder was es ist oder was wir an Details haben. Und wie immer an dieser Stelle erstmal? Das Intro. Gut. Ja, willkommen zurück hier bei Frequent Traveler TV und diesmal sind wir wirklich beim gepflegten Vielflieger-Talk. Wir werden auf die Nachnamen verzichten, haben wir festgelegt, glaube ich, oder, Hofmeister? Ja, Korsten, das lassen wir besser. Auf jeden Fall sind wir hier, um euch mehr Punkte und mehr Status zu bringen beim gepflegten Vielflieger-Talk. Und ihr wisst ja, wie immer am Anfang, abonnieren, Glocke an. Und dann ganz wichtig, unten kommentieren und diesen Beitrag liken. Und dann lass uns doch direkt in das Thema einsteigen, bevor ich das Flugzeug runterwerfe. Irgendwie bin ich dagegen gestoßen. Und zwar geht es um die USA. Eurowings hat ja die Flüge irgendwie paradoxerweise vor ein paar Tagen storniert. Wollten schon gepflegt nach Los Angeles oder beziehungsweise nach Las Vegas zuerst fliegen, dann nach Los Angeles weiter von Vegas aus. Aber wie ist das jetzt zu verstehen mit Amerika, Mario? Erklär uns mal, wann kommen wir rein, wie kommen wir rein, kommen wir aber auch wieder raus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie du schon sagst, nachdem ja viele Fluggesellschaften, übrigens ja auch die amerikanischen, wir hatten das ja, glaube ich, auch schon besprochen, auch ihre Winterflugpläne eingekürzt haben, was Strecken gen Europa angeht, hat niemand mehr so wirklich damit gerechnet, dass das zeitnah was mit einer Öffnung der Amerikaner wird. Und nun für alle ziemlich Überraschung hat die Sprecherin des Weißen Hauses, Jean Psaki, ich hoffe, das spricht man so richtig aus, ja, am Montag bekannt gegeben. Ja, ja. Ja, der wäre dann zumindest keine Frau. Bekannt gegeben, dass man die Grenzen unter anderem für uns Europäer ab Anfang November wieder eröffnet. Und was Anfang November ist, das ist immer noch die ganz große Frage. Ist es 14.30 Uhr oder 15.30 Uhr oder gar erst 16.30 Uhr? Wir wissen es nicht. Also irgendwann Anfang November, keine Ahnung, wie die Amerikaner Anfang November definieren. Hinzu kommt ja auch noch, dass immer noch nicht feststeht, welche Impfstoffe die Amerikaner anerkennen, weil man muss ja doppelt geimpft sein und man braucht auch noch einen Corona-Test, der nicht älter als 3 Tage sein darf. Ich gehe davon aus, dass die Präparate von BioNTech Pfizer sein werden, Moderna oder Johnson & Johnson. Bei AstraZeneca könnten die Leute, die mit AstraZeneca geimpft sein oder sind, Pech haben. Man weiß es nicht. Man muss es abwarten. Dazu aber kommt auch mit Mischbereifung. Noch, also das heißt, die Leute. Mischbereifung. Ja, das kommt auch noch dazu. Die Mischbereifung. Also ich habe ja einen Kunden, der hat AstraZeneca und dann ist das ja irgendwie nicht mehr verfügbar gewesen beziehungsweise ausgesetzt worden mit Astra. Ja. Und der hat den zweiten BioNTech, obwohl das hier laut Studien die beste Variante sein soll angeblich. Absolut. Absolut. Deshalb, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, mit welchem Stöffchen man verwöhnt worden ist. Ja, außerdem gibt es auch noch eine Kontaktnachverfolgung, eine 30-tägige. Das ist das, was wir im Moment so wissen. Alle warten ganz gespannt auf nähere Details, vor allen Dingen auch, welche Art von Impfnachweis man bringen muss. Erkennen Sie diesen digitalen Impfpass der Europäer an? Muss man sein kleines Impfbüchlein, das Gelbe, mitnehmen? Die Ausdrucke, die man in der Apotheke bekommt, um damit dann seine Impfzertifikate digital einzulesen? Nichts Genaues weiß man nicht. Also das wird hoffentlich in den nächsten Tagen dann nochmal kommen. Was aber jetzt schon definitiv feststeht, und damit hat ja eigentlich jeder und wir beide ja auch gerechnet, die Buchungen für die USA ziehen unfassbar an. Die Lufthansa jubiliert und spricht von einem 40-prozentigen Buchungsanstieg bei der Lufthansa.
Wir wissen ja, dass vorher auch schon relativ stark gebucht wurde. Nun sind prozentuale Zahlen immer keine absoluten, aber ich gehe davon aus, dass das auch absolut gesehen eine relativ hohe Zahl ist. Die Frage ist, kriegt man dann eigentlich genug Flugzeuge auf die Strecke, Ja. um die Nachfrage dann zu befriedigen? Und ich habe ja heute spaßeshalber mal geguckt. Ihr alle wisst es, wenn ihr uns länger zuhört. Ich bin ja großer USA-Fan, will da unbedingt hin, habe ja auch schon vorsorglich was für Dezember gebucht gehabt. Aber das wird wahrscheinlich tatsächlich in den nächsten Wochen eine ziemlich teure Angelegenheit, wenn man kurzfristig, und kurzfristig bedeutet damit oder in dem Falle mit 1, 2 Monaten Vorlauf, wird das echt teuer. Oder was meinst du, Corsten? Also, um die Frage direkt zu antworten, Mario, ja, es wird mehr Kapazität geben, weil es sind einige Lufthansa-Flüge einmal geplant, aber auch die Flugzeuge aus dem, ja, aus dem Winterschlaf, der ja über den Sommer auch war, wieder rausgeholt worden. Die letzte Maschine aus Twente ist ja in die Wartung gegangen. In Xiamen, in China, glaube ich, ist die eine Wartung. Da stehen ein paar. In Hamburg steht, glaube ich, ein oder zwei. In Frankfurt steht eine. Also das heißt, alle 747-400er sind wieder im Service. Die 747-8er sind alle im Service. Ich weiß nicht, ob die eine mittlerweile wieder im Service ist, weil da war ja ein Schaden, ein Unfallschaden beim Schleppen oder irgendjemand ist dagegen gefahren. Irgendwie was war da. München hat ja auch die 340-600er, die sie kriegen. Also insofern sollte da was passieren. Die 350er kommen, die 787 ist zwar erstmal eine dieses Jahr, da wird auch Aber noch was immerhin. kommen, immerhin. Also da wird auch was passieren, aber zu unserem Leidwesen, es kommen halt nicht viele 340er und also 600er und es kommen keine 380er zurück, weil die letzte 380er hat sich ja wirklich verabschiedet. Was natürlich richtig lustig wäre, wenn man jetzt wirklich, weil die Maschine noch nicht ganz richtig eingemottet ist, einmal auf Stopp gemacht hätte und gesagt hätte, komm, bring die Bude zurück. Und wir holen noch eine zweite. Das wäre richtig geil, weil ich kann glaube, also ich glaube schon, dass man im Winter mit dem 380er Frankfurt, New York, München, New York, du kriegst die Bude 100% voll, weil ich habe heute für Kunden New York gebucht. Alter, die Preise, unglaublich. Naja, Die Hotels, explodieren. unglaublich. Also krass. Aber die Kapazitäten sind noch da im Moment, aber ich glaube, die werden halt relativ schnell zurückgehen. Und wir müssen halt gucken, wie die Fluggesellschaften reagieren, weil British Airways und es sind ja noch andere Marktteilnehmer, die können in der Tat vielleicht die Flugzeuge bringen, aber weißt du, was das Problem ist? Die zu beredern. Wo kriegst du die Leute her? Das stimmt, das stimmt. Das Problem hätte ja übrigens auch die Lufthansa mit ihren A380-Piloten. Da sind ja einige wahrscheinlich jetzt schon Pech. Ja, Steffen fällt uns da ja immer ein, ne? Ja, genau. Aber der ist ja quasi schon aus dem Konzern raus. Der hat die Knete mitgenommen, was auch super ist. Also gar kein Absolut. Neid. Ja, die Leute gibt es einfach nicht mehr. Und Airway Current, glaube ich, bis Februar, März, April. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber die anderen Piloten sind auch gar nicht current. Das heißt also, sie müssen erstmal wieder trainiert werden und so weiter und so fort. Also ein riesen, riesen Aufwand. Und wenn du dann halt das Cockpit besetzt hast, heißt das ja noch nicht, dass du das Personal hast für die Kabine. Dann brauchst du ja auch nochmal, Das glaube ich, kommt auch noch dazu. 2024, bei Emirates sind es 26 Ja. in der Kabine im 380er. Also das ist Naja, großes Kino. zumal die Vorlaufzeiten ja auch relativ kurz sind. Ich meine, wurde Mitte September, ja, im Grunde fast Ende September, am 20. bekannt gegeben, anderthalb Monate später, dass wohl die Grenzen wieder aufmachen, oder sagen wir 2 Monate später, wenn es etwas später, im Anfang November ist, da machst du ja nicht so viele Flugzeuge wieder flott und holst das gesamte Personal wieder ran. Das wird echt schwierig, denke ich mal. Apropos schwierig, wie sieht das eigentlich aus mit Contact Tracing, wie das so schön heißt? Die Singapur haben da ja sogar so einen Roboter, der da Ja. durch die Gegend fährt. Auch eine Zwangs-App. Wir haben in Dubai, müssen wir ja eine App draufschmeißen, zwangsmäßig in Singapur sowieso. In Abu Dhabi gab es ja sogar so ein am Handgelenk, so ein Okay. GPS-Ding. Also krass. Wie ist das in den Wow. USA? Und mit PCR-Test hattest du gesagt, für Rückflug und Quarantäne. Das waren Dinge, die mir einfielen, wo ich glaube, dass wir mehr Informationen brauchen. Ich sehe, du guckst ganz aufgeregt. Nee, also du brauchst zumindest, um in die USA einreisen zu können, einen PCR-Test und der darf nicht maximal 3 Tage alt sein. Die Fluggesellschaften sollen Kontaktinformationen 30 Tage lang aufheben.
Und ob die sich da irgendwie tracken, das weiß ich nicht. Das wird in den USA aber wahrscheinlich auch etwas schwierig werden. Nichtsdestotrotz bist du ja, wenn du in die USA einreist und deine Kreditkarte benutzt, ja ohnehin ziemlich gläsern. Zumal du ja auch bei jedem Ester-Antrag immer angeben musst. Nee, muss man jetzt übrigens nicht mehr, wo dein erstes Ziel ist. Das haben sie irgendwie geändert. Ich hatte neulich noch mal ein paar Ester-Anträge gemacht. Muss man ja im Moment nicht eintragen. Ich habe Ester lang nicht mehr gemacht, weil ich muss mal gucken, ob mein Ester überhaupt noch gültig ist. Und mein, wie heißt das Ding, mein Global Entry ist auch irgendwie unter ferner Liefen. Muss ich auch noch mal gucken. Der ist verlängert worden. Ich weiß aber gar nicht, wie lange der gültig ist. Das ist ein guter Hinweis, dass ich das noch mal Kontrolletti mache. Den haben Also sie in, per se für ein halbes Jahr verlängert. ich glaube, bei sogar bei mir ein Jahr. Das kann auch sein. Also meiner ist noch aktuell. Ich bin da immer regelmäßig dabei, lieber Lars, Ja, der Herr gilt ja 5 Jahre. Korsten. Der gilt ja Ja, fünf ja. Jahre. Das ist jetzt schon Und mein zweiter. ja, ich gucke mal einfach. Das ist doch auch Global Entry. Dann sehen wir das doch einfach mal. Da können wir das einfach mal live machen. Es sieht ja auch keiner den Monitor, außer Mario ein bisschen, glaube ich. Nö. Deshalb. Ja, aber wie ist denn das nach Deutschland? Brauche ich, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, irgendeinen Wenn du PCR-Test? doppelt geimpft bist, nicht. Das Wenn du heißt doppelt also, geimpft bist, nicht. Also auf dem Rückflug eher nicht. ja, Außer dann. ich brauche den, wenn ich fliege, weil ich zurück über Kanada fliege und die Kanadier wollen einen haben. Also insofern. Den brauche ich aber auch auf den Hinweg. Also auch die Kanadier wollen einen doppelt geimpft und Test haben und auf dem Rückflug dann selbstverständlich auch. Und da das aber kein Hochrisiko und vor allen Dingen kein, zumindest im Moment glaube ich, und vor allen Dingen auch kein Virusvariantengebiet ist, brauchst du mit doppelter Impfung auch in keinerlei Quarantäne. Ja, das ist doch eine gute Nachricht. Also insofern kann man ohne Reue, so wie nach Mallorca, kann man dann quasi in die USA fliegen. Das ist natürlich tippitoppi, aber jetzt müssten wir nur Flüge finden. Ich habe mir heute Sie. echt die Finger wund getippt, was zu finden. Das Billigste in der First Class war irgendwie 4.000 €, was ich gefunden habe. Ja, und die Flüge sind auch mittlerweile schon wieder weg, glaube ich, von heute Morgen. Meinst du? Ich habe gar nicht mehr lange geguckt. Also insofern sehr spannend. Was aber Ja. ja voraussagbar war, nicht? Wir haben uns ja dauernd darüber unterhalten, haben gesagt, wenn die USA wieder aufmachen, wird der Run losgehen, nicht? Und wie du schon sagtest, so Ziele wie New York mit dem A380, ich glaube auch Los Angeles, vielleicht sogar Miami im Winter, hätten wahrscheinlich so einen Flieger im Moment voll bekommen. Ich weiß es nicht, aber es ist auch hätte, hätte Fahrradkette, das Ding ist weg und jetzt müssen sie uns halt irgendwie anders über den Teich bringen. Ja, wir hätten da ganz einfach mal das schneller machen müssen, aber wir haben es verpasst. Schade, schade. Ja, ich glaube und ich hoffe, dass ihr alle Updates bekommen habt, die wir haben. Wir würden das Datum nachreichen in einem unserer Updates. Morgen vielleicht das Lufthansa-Update. Ist ja wieder Donnerstag, da machen wir mal Lufthansa-Update. Aber erstmal heute, schreibt die Kommentare unten rein in die Kommentarspalte und ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle nicht nur kommentieren und den Beitrag liken, sondern auch abonnieren und Ja, die Glocke die anmachen. Glocke. Die Glocke. Und Die Glocke. wichtig, jede Frage könnt ihr unten stellen. Deshalb und nochmal für gestern danke für euer Feedback, auch was wir per WhatsApp bekommen haben. Mario hat sich sehr gefreut. Hat er. Hat er, hat er, Hat er. hat er. Insofern. Danke, danke und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei einer Ausgabe von Frequent Traveler TV. Und dann geht es wahrscheinlich wie immer um Lufthansa. Also bis dann. Ciao. Bis morgen. Ciao.